Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 8. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Der letzte Part war, naja, nennen wir es wild. Also zuerst hat Jana auf der Uni eine gewisse Mai kennengelernt und sich total in sie verguckt. Und dann hat uns Lou auf ein Date eingeladen und naja, auch das ist sehr, sehr schnell eskaliert. Also irgendwie sind sie jetzt auf Lebenszeit aneinander gebunden. Ich weiß noch nicht genau, was das zu bedeuten hat. Das scheint irgendetwas vom Werwolf-Pack zu sein. Außerdem hatten die beiden ein Techtelmechtel miteinander und natürlich habe ich nicht darauf geachtet, zu verhüten oder sonst irgendetwas, also ist Diana vielleicht auch schwanger. Aber das werden wir in diesem Part dann herausfinden. Aber bevor wir reinstarten, vergesst nicht auf meinen 10-Stunden-Stream. Dieser findet am Sonntag, den 18.09. auf Twitch statt. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Games, Challenges und Gewinnspiele geben, also schaut auf jeden Fall rein. Aber dann starten wir jetzt gleich ins Spiel. Und hier sehen wir unsere Iana. Es geht ihr tatsächlich ziemlich gut und sie fühlt sich sehr, sehr glücklich. Also wir haben hier die Stimmung erster Kuss, dann haben wir hier die Stimmung erstes Techtelmechtel, enge Bindung wegen Gefühls der Vertrautheit mit jemandem in der Nähe. Dann hatte sie noch einen glücklichen Moment und ja. Dann haben wir hier noch die Stimmung ohne Fallschirmfliegen. Es wurde beim letzten Techtelmechtel nicht verhütet. Ja, im Laufe dieses Parts müssen wir dann auf jeden Fall auch noch einen Schwangerschaftstest machen. Aber das machen wir noch nicht jetzt. Ich bin noch nicht bereit dafür. Jana muss nämlich bald auf die Uni. Also tatsächlich hat sie die erste Vorlesung in 3 Stunden. Dann geht sie schnell auf die Toilette. Dann wird sie hier einfach 2-mal ihre Hände waschen. Das muss reichen. Und sie hat mit Sicherheit auch nicht ihre Hausaufgaben gemacht. Beziehungen über große Distanzen. Wo sind ihre Hausaufgaben? Jana? Okay, ihre Hausaufgaben sind weg und ich habe keine Ahnung, wo die sich befinden. Das ist natürlich nicht gut. Ja, okay. Dann müssen wir heute wohl etwas früher in die Uni. Ich hoffe, dass sie sie dort irgendwo liegen lassen hat. Weil ansonsten können wir die Kurse wohl kaum erfolgreich abschließen. Oh, und Yoru ist auch ziemlich traurig. Dann umarm ihn einmal. Dann kannst du ihn loben. An Lieblingsstelle kratzen und... Dann können wir ihn noch bitten, das Geschäft zu erledigen. Ich weiß, wir haben kaum Zeit für Yoru, aber ich verspreche euch, dass das besser wird. Also, wenn sie jetzt wirklich schwanger ist, dann habe ich sowieso keine Ahnung, was wir machen mit ihr. Ich meine, ihr seid eh alle Team Lou. Also, ihr möchtet alle, dass sie mit Lou glücklich wird. Und irgendwie sind sie ja auch schicksalhaft verbunden und Seelenverwandte. Und ja, es ist Schicksal. Also, vermutlich sollte ich mich nicht dagegen sträuben. Und die beiden sollten einfach zusammenbleiben. Wäre vermutlich auch für Yoru besser, einfach weil Lou seine Kräfte schon viel besser unter Kontrolle hat als Iana. Und ich glaube, allein deswegen wäre er eine große Hilfe. Außerdem kann es ja sein, dass ein Kind von ihm unterwegs ist. Aber wie gesagt, das wissen wir noch nicht. Was wünscht sie sich hier mit Anissa plaudern und Bücher zu Ende lesen? Ja, ich hätte mal gern, dass du deine Hausaufgaben machst, aber du hast irgendwie deine Hausaufgaben verloren. Da sind doch die Hausaufgaben. Waren die vorhin auch schon da? Ah, okay, sie hat die Hausaufgaben für heute sogar gemacht. Dann kannst du eigentlich mit Zeitalter und Ionen anfangen und in der Zwischenzeit verkaufe ich einfach mal... Das kann ich nicht verkaufen. Das kann ich verkaufen. Verkaufen wir einfach mal alles, was wir hier gefunden haben. Wurfmagazin verkaufen wir. Ja, das behalten wir mal. Okay. Irgendwie kann ich das nicht verkaufen, weil ich habe keine Ahnung warum. Ja, Rechnungen haben wir auch von 245 Simoleons. Das können wir uns auch nicht leisten. Also ich glaube, nach der Uni müssen wir auf jeden Fall beim Werwolf-Treffpunkt vorbeischauen, also bei der Bar, und dann wieder nach ein paar Möbeln tauchen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Einnahmequelle. Und ansonsten haben wir ja tatsächlich überhaupt nichts. Sie ist jetzt auf Level 3 der Forschen- und Debattierfähigkeit. Muss sie nicht langsam zur Uni? Oh. Sie ist zu spät dran, weil sie wollte nicht von selbst gehen. Und jetzt wurde uns auch noch das Wasser abgestellt. Wow, also in diesem Let's Play läuft es wirklich toll. Und hier ist jetzt auch noch voll der Sturm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Sims mal gesehen habe, dass so der Wind ging. Oh, sie ist wieder da. Und sie möchte sich dehnen. Okay. Wir haben heute, wenn ich mich richtig erinnere, noch einen Kurs. Genau, und zwar in 3 Stunden. Aber in der Zwischenzeit können wir ja gemeinsam mit Yoru gleich mal zur Bar schauen. Und dann können wir anfangen, nach Müll zu tauchen. Und das werden wir später eben fortsetzen. Und Yoru nehmen wir mit. In der Zwischenzeit kann er dann ja bei der Bar bleiben. Irgendwer kümmert sich ganz sicher um ihn.
Und wir sind da. Perfekt. Wie ich die Mülltonnen kenne, sind sie leer? Ja. Sie sind alle leer. Aber dann kannst du dir hier unten noch schnell einen Snack holen. Ich finde es so praktisch, dass es hier immer Essen gibt. Ich liebe es. Sie nimmt sich einfach mal ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich. Und dann kannst du noch den Napf für Yoru auffüllen. Und dann musst du vermutlich ohnehin schon wieder zur Uni, nehme ich an. Lilly Zhu, wer auch immer das ist, hat uns geschrieben: Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Lilly hübsch angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Ja, ich finde Lilly auch ziemlich cool und ich glaube, ihr alle auch. Also, wie gesagt, ich möchte eben, dass die so beste Freunde werden. Und dann könnte sie ja auch die erste werden, die wir in einen Werwolf verwandeln. Wir müssen ja immerhin drei andere Sims in einen Werwolf verwandeln. Und ich glaube, Lilly wäre da das gute erste Opfer. Ich glaube, sie würde sich sehr für das Werwolf-Dasein interessieren. Was haltet ihr davon? Also schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Oh, perfekt. Und dann wühlen wir noch zweimal nach Einrichtung und vermutlich müssen wir dann ohnehin zum Kurs gehen. Ja. Der Kurs beginnt in etwa einer Stunde. Und jetzt bekommen wir folgende Benachrichtigung. Lou möchte einen Schritt weitergehen. Ist Jana zu einer festen Freundschaft bereit? Ich habe keine Ahnung, ob das von einem Mod kommt oder vom Spiel selbst. Und ich glaube, es soll feste Beziehung heißen. Ja, das ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Aber ich glaube, dass Iana gerade so überwältigt von ihren Gefühlen ist. Also ich weiß noch nicht, wie es mit den beiden weitergeht. Aber ich glaube, sie antwortet drauf, natürlich. Und sind sie jetzt zusammen? Ja, Lou ist soeben der Freund von Iana geworden. Falls jemand von euch übrigens weiß, was das für ein Mod ist, sagt mir das sehr gerne. Ich würde nämlich gerne die Übersetzung bearbeiten. Oh, Lou ist da und wir hauen ab, denn wir müssen zur Uni. Alles klar. Iana ist von ihrem Unikurs wieder da. Wer bist du und warum bist du nackt? Aha, okay. Ja, wenn sie möchte, kann sie das natürlich machen. Gut, dann werden wir uns mal schnell um ihre Bedürfnisse kümmern. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch jede Menge im Müll wühlen. Oh, hier stand Schwangerschaftstest machen. Okay, gut. Wisst ihr was? Ich mache es jetzt einfach gleich. Dann wissen wir Bescheid und dann wissen wir, wie wir weitermachen müssen. Ich erzähle euch jetzt nämlich kurz, was ich mir für die Zukunft gedacht habe. Also Iana interessiert sich ja anscheinend sehr für Möbel. Also sie wühlt ja im Müll und restauriert Möbel. Und da habe ich mir gedacht, wir könnten ihr den Schreinertisch holen, dass sie Möbel selbst herstellt und diese dann auch weiterverkauft. Also dass so ein Ziel von ihr ist, dass wir irgendwann so ein Möbelgeschäft haben und eben Möbel verkaufen, die wir selbst herstellen oder restaurieren. Das wäre ein sehr guter langfristiger Plan, um Geld zu verdienen. Und bevor wir soweit sind, könnte sie ja kleine Sachen herstellen oder Dekoration über den Verkaufstisch verkaufen. Also ich würde das sehr, sehr schön finden und ich glaube, das wird auch sehr gut zu ihr passen. Also schreibt mir gern in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und wir machen einen Schwangerschaftstest. Oh mein Gott, ich will das Ergebnis eigentlich gar nicht wissen. Wir haben einfach 22 Simoleons. Oh Gott. Warum tue ich immer solche Sachen? Oh oh. Oh oh. Das sieht positiv aus. Iana ist einfach tatsächlich schwanger. Das war absolut nicht so geplant, aber zumindest freut sie sich drüber. Okay. Schreibt sie jetzt gleich mal Lou? Okay. Nein. Wir müssen es ihm natürlich sowieso sagen, also darüber kommen wir nicht hinweg. Vermutlich möchte er dann gleich bei uns einziehen. Irgendwie würde ich das süß finden. Also wenn er dann gleich bei uns einziehen würde und wir dann mit ihm zusammenleben, schreibt mir auch da gern in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also wie gesagt, ich weiß eben nicht, ob die Beziehung zwischen den beiden das wirklich aushält, aber auf jeden Fall glaube ich, dass Lou so ein Mensch wäre, wenn er weiß, dass er ein Kind bekommt oder dass halt eine Frau ein Kind von ihm bekommt, dass er bei ihr sein will und das Kind auch wirklich großziehen möchte. Deswegen wäre es, glaube ich, gut, wenn er dann bei ihr einziehen würde. Aber wie gesagt, schreibt mir da eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare. Aber gut, jetzt wühlen wir nach Möbeln. Wir haben 4 Simoleons gefunden. Okay, das waren keine Möbel. Wie sieht es im zweiten Container aus? Gut, dann wühlen wir auch dort mal. Ja, also mir gefällt die Idee mit dem Möbelgeschäft, also mit dem Secondhand-Laden, wirklich, wirklich gut. Sie findet nämlich auch immer so tolle Sachen. Hier haben wir ein Bett, vorhin hatten wir einen Tisch. Jetzt Recyclingmaterial, das brauchen wir nicht unbedingt. Aber okay. Gut, also Iana ist schwanger. Sie bekommt wahrscheinlich in 2 bis 3 Tagen ihr Kind. Okay, das heißt, dazwischen haben wir Wochenende. Das heißt, wir sollten die Unisachen auf die Reihe bekommen, bevor
das Kind auf die Welt kommt. Das heißt, wir werden jetzt die Hausaufgaben machen. Wo hat sie schon wieder die Uni-Hausaufgaben? Sie sind schon wieder nicht da? Wow. Okay, dann reisen wir zur Bibliothek und werden einfach an der Abschlussarbeit arbeiten. Ist das die Bibliothek? Ja. Wir besuchen die Bibliothek und nehmen Yoru mit. Und ja, ich weiß, wir haben Lu jetzt noch nichts vom Kind erzählt. Ich glaube, ich möchte das noch nicht machen. Also das werden wir dann im nächsten Part oder im übernächsten Part machen. Ich glaube, sie muss jetzt erstmal selbst damit klarkommen. Du wirst Yoru dort treffen. Okay, cool. Yoru ist hier. Sehr, sehr gut. Warum liegen hier überall Bücher am Boden? Ah, sind das alles Werwolf-Bücher? Okay. Egal. Dann werden wir Universität. Universitätskursarbeit, Abschlussarbeit bearbeiten. Weil jetzt hat es noch eine schlechte Qualität. Wie hat sie die Backfähigkeit erworben? Hä? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Und jetzt haben wir nochmal 5 Simoleons. Ich verstehe dieses Spiel wirklich nicht. Und der kleine Yoru schläft hinter uns. Okay, die Abschlussarbeit sieht gut aus. Okay, dann werden wir sie jetzt gleich mal abgeben. Ja, ich weiß, wir könnten noch dran feilen, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Hervorragend, das reicht uns. Wir werden sie einreichen. Und dann werden wir wieder zurück zum Bunker gehen, denn Iana braucht dringend etwas zu essen und muss schlafen. Immerhin ist sie jetzt schwanger, das heißt, wir müssen besonders auf sie Acht geben. Und deshalb finde ich es noch besser, dass man an der Bar die ganzen Bedürfnisse erfüllen kann. Also dieser Werwolf-Spot ist wirklich, wirklich hilfreich. Gerade wenn man so eine chaotische Rags-to-Riches-Werwolf-Challenge spielt, wie ich hier. Okay, sehr gut. Dann schauen wir schnell, dass wir Yorus Schüssel auffüllen. Dann wird Iana hier noch einen kleinen Snack essen und dann kann sie schlafen gehen. Denn morgen ist wieder ein anstrengender Tag und wie wir erfahren haben, Iana ist schwanger. Das heißt, es wird bald sehr, sehr anstrengend für sie werden. Ach, die arme Iana. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt auf ihr Kind. Und ich bin schon so gespannt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gern schon jetzt Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir festgelegt, dass die Namen alle etwas mit dem Mond oder eben mit dem Werwolf-Dasein zu tun haben sollen. Also, wenn ihr da ein paar schöne Ideen habt, schreibt sie mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Perfekt, es ist 7:15 und Iana steht auf. Sie kann dann gleich mal auf die Toilette gehen, dann geht sie duschen und dann kann sie sich eine Kleinigkeit zum Essen nehmen. Irgendwann sollte sie übrigens definitiv kochen lernen, aber der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Außerdem, wer weiß, vielleicht kann Lu ja kochen und sie muss gar nicht kochen lernen. Wie geht es Yoru? Oh, Yoru freundet sich hier mit Morgen an. Hä? Nein, die freunden sich ganz und gar nicht an. Wieso mögt ihr euch nicht? Ach so, das ist Iana. Ja, okay. Iana mag halt einfach niemanden. Wieso haben wir jetzt gar kein Geld mehr? Für was wird die ganze Zeit Geld ausgegeben? Hä? Kann mir jemand sagen, für was ich die ganze Zeit Geld ausgebe, ohne es zu checken? Iana wühlt gerade wieder im Müll und jetzt habe ich gerade gesehen, dass sie sich wünscht, mit Rory in die Wolken zu schauen. Also sie kann sich halt wirklich nicht entscheiden. Ich meine, es ist eine freundschaftliche Interaktion. Warum ist sie jetzt so wütend? Ich muss überwintern. Morgenübelkeit. Heißhunger, gesundes Essen. Mülltaucherin. Wow. Wieso ist Iana eigentlich so unfassbar anstrengend? Ich meine, ich verstehe es. Sie hat jetzt kein unbedingt einfaches Leben. Aber ganz schwer muss sie es mir jetzt auch nicht machen, oder? Oh, dafür findet sie aber sehr, sehr tolle Sachen. Oh oh, während Iana an der Uni ist, haben wir jetzt eine Benachrichtigung bekommen. Iana ist in der Rudelbewährungszeit. Der Rudelführung ist klar geworden, dass Warnungen alleine nicht ausreichen, damit sie sich an die Rudelwerte hält. Iana muss alle aktuellen Probleme in Bezug auf die Rudelwerte aus der Welt schaffen, wenn sie sich weitere disziplinarische Maßnahmen ersparen möchte. In der Leiste des Werwolfsrudels erfährst du, welche Werte sie in Angriff nehmen muss. Als hätte sie nicht schon genug Probleme. Oh no, okay. Wo finden wir das nochmal? Oh no, was haben wir hier? Erweitern und erkunden. Ach genau, das war das mit dem Untergrund von Moonwood Mill. Ist ja schon wieder Greg. Nein. Hä? Oh, das ist ein Roboter. Ja gut, den brauchen wir wirklich nicht. Hier, nein, hier ist nicht der Untergrund. Wo haben wir schnell die Tunnel? Irgendwo hier? Nein. Wo kommen wir schnell zu den Tunneln? Hier!
Perfekt, dann werden wir jetzt die unterirdischen Tunnel erkunden und normalerweise sollte das das Richtige sein. Erkunde den Untergrund von Moonwood Mill, besuche ferne oder schwer erreichbare Orte, markiere dein Territorium und triff Nichtwölfe, die irgendwie anders sind. Gut, der Untergrund, das werde ich jetzt nicht mehr lesen. Ich glaube, wir waren schon mal im Untergrund, aber gut. Wir haben jetzt nur mehr ein Rufzeichen, das ist sehr, sehr gut. Geh durch den Schutt. Wasserleck, Tropf, Tropf. Jana nimmt ein leises, aber stetiges Tropfen wahr. Es muss von einem der vielen undichten Rohre des Tunnels stammen. Denk über Tropfen nach. Warum auch immer. Mach's einfach. Tropf, 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 Tropf. Okay, außerdem ist ihre Blase jetzt voll. Ja klar, sie ist schwanger. Ihre Blase ist so gut wie immer voll. Vermute ich zumindest. Gut, das haben wir abgeschlossen. Ja, okay, fortfahren. Das heißt, sie ist jetzt nicht mehr auf Bewährung. Das ist sehr, sehr gut. Ein Problem haben wir schon aus der Welt geschafft. Folge der magischen Melodie. Letztes Mal hat das, glaube ich, nicht so lange gedauert. Vielleicht gibt es doch einen geheimen Ort, den ich noch nicht entdeckt habe. Weil es gibt ja so viele geheime Orte eigentlich. Oh, fortfahren. Okay. Nein, wir sind wieder da. Und sie ist unfassbar wütend. Sie möchte im Boden wühlen. Sie ist ungemütlich nass und sie ist fiebrig. Ja, na, was ist das immer mit dir? In keinem anderen Spielstand von mir habe ich solche Probleme mit meinen Sims wie in diesem. Und dabei spiele ich nur mit einem. In der 100 Baby Challenge hat unsere Emma mittlerweile 5 Kinder und sie hat mich nicht einmal genervt. Also es geht ihr immer gut. Und Jana ist die ganze Zeit nur genervt. Und möchte blöde Sachen machen. Also vielleicht sollte Lou wirklich bald bei uns einziehen. Vielleicht wird das Leben dann besser. Wie gesagt, schreibt mir das bitte in die Kommentare, wann er einziehen soll oder ob er jetzt schon einziehen soll. Ich glaube, er könnte uns wirklich helfen. Aber jetzt soll sie mal ein wenig Zeit mit Yoru verbringen. Eigentlich könnten die beiden gemeinsam joggen gehen. Ich glaube, das würde sehr gut passen. Ich meine, ich weiß, es regnet draußen. Aber trotzdem. Ach, okay, sie kann schwanger nicht joggen gehen. Aber dann machen wir einen langen Spaziergang. Und in der Zwischenzeit schaue ich mal im Haushaltsinventar vorbei, was wir so gefunden haben. Das ist voll viel Geld wert. Okay, das verkaufen wir. Wir verkaufen einfach alles. Ich meine, irgendwie würde ich mir das auch gerne aufbehalten für später. Nein, wir verkaufen alles. Wir haben immerhin bald ein Baby. Und dann werden wir das Haus ein bisschen weiter einrichten. Yoru schläft jetzt hier. Wir haben eigentlich noch gar nichts. Wir haben kein Bett, wir haben keine Lichter, wir haben absolut nichts. Gut, dann kaufen wir jetzt mal irgendein ganz günstiges Bett. Aber ein Doppelbett, weil vielleicht zieht ja bald Lou ein. Ja, kaufen wir das. Ein gebrauchtes Bett in... Das ist zu happy. In Schwarz. Gut, dann kaufen wir noch ein Licht. Ich frage mich wirklich, ob dieses Haus jemals schön aussehen kann. Ich bezweifle es irgendwie. Vermutlich müssen wir bald umziehen. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ich ziehe sehr gern um. Und dann könnten wir doch, wenn wir ein neues Haus haben, könnten wir aus diesem Haus dann später unseren Laden machen. Also, dass wir hier das Geschäft machen und dann die gebrauchten Möbel verkaufen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Also schreibt mir auch gern in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gut, die Rechnungen sind dann auch endlich bezahlt und ich glaube, zum Abschluss schauen wir nochmal zur Bibliothek. Aber ich glaube, diesmal nehmen wir Lou mit. Sie kann ja einfach mit ihm reden. Also ich glaube, von der Schwangerschaft wird sie ihm jetzt noch nichts erzählen. Aber sie können ja einfach so miteinander quatschen und sich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen, weil das zwischen den beiden ging ganz schön schnell. Und wenn wir möchten, dass das funktioniert, dann sollten sie sich auf jeden Fall noch besser kennenlernen. Und hier sind wir. Wir werden nicht die großen Neuigkeiten erzählen, sondern wir werden... was werden wir machen? Wir werden ihm eine dramatische Geschichte erzählen. Am besten erzählen wir ihm von der Uni und wie es uns da gerade geht und wie stressig alles ist. Dann werden wir ihn einmal bewundern, weil er so ein unglaublich toller Werwolf ist. Und dann können wir noch einen Witz machen. Dann werden wir einen Witz über Werwölfe erzählen, denn ich glaube, das ist der Humor der beiden. Und dann werden wir uns aber wieder zum Computer setzen. Und zwar wird sie nämlich für die Uni lernen. Also lernen für, ja, machen wir mal für Beziehungen über große Distanzen. Oh, Gefühl erhalten. Du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lachen gebracht hast.
Oh, die beiden sind schon süß. Also ich verstehe eh, dass ihr wollt, dass die beiden zusammen sind. Sie sind einfach so süß. Und hier steht schon, Lou ist der Vater von Ianas neuestem Kind. Dabei weiß es er noch nicht mal. Übrigens, auf was ich mich auch schon freue, Iana ist ja gleich im zweiten Trimester und im nächsten Part können wir dann auch gleich zum Ultraschall gehen und herausfinden, welches Geschlecht das Baby hat. Aber gut, ich denke, für ein Video ist definitiv genug passiert. Ich werde den Part dann an dieser Stelle beenden. Und nun sind wir schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Abo, über jeden Kommentar und über jedes Like. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!